Willkommen zum Little Talks Podcast. Das Podcast-Format Little Talks vermittelt in 30-minütigen Interviews spannende Impulse, welche bewegen, zum Nachdenken anregen und Identifikationspotenziale schaffen. Und heute ist Claudia Wolf bei mir zu Gast. Claudia ist 52 Jahre alt und kommt aus Innsbruck. Von der Grafik ging es zur Wissenschaft. In dieser Zeit fand sie ihre Leidenschaft zum Texten. Claudia ist seit 2012 selbstständig. Ihre Spezialisierung liegt im Bereich Marketingtexte. Willkommen in der Show, Claudia, und danke für deine Zeit. Hallo, danke für die Einladung. Claudia, wie kam der Impuls eigentlich zum Grafikdesign? Wie kam die Leidenschaft? Wie es so oft ist, wenn man eine kleine Schwester von einem großen Bruder ist, da schaut man sich da was ab. Bei mir war das so, dass mein Bruder Armin mit, weiß nicht, 14, 15, 16 Schülerzeitungsredakteur war, ja, und da hat er zu Hause, damals hat man das nur so mit Kopien und Letraset-Buchstaben ruppeln oder so, hat er diese Schülerzeitung zusammengestellt und ich habe ihm dazu geschaut und das hat mir irre imponiert, ja, wie er das da irgendwie geschnitten und geschnipselt und dann haben sie irgendwelche Cartoons vergrößert und verkleinert irgendwie mit dem Kopierer und so und da hat er zurückgeklebt und das hat mir irgendwie total, ja, das hat mir imponiert und das hat mir gefallen. Und dann habe ich nachgefragt, wie das denn heißt, wenn man das beruflich macht. Und dann war klar, das ist Grafik. Und dann ist ein bisschen später dazu gekommen, dass mein Bruder in einer ein bisschen lässigen Art irgendwie ein Buch über den Tisch irgendwie geschmissen hat. So, das ist einmal ein lässiges Buch, also wenn du einmal ein lässiges Buch irgendwie lesen willst. Und das war damals Geheime Verführer. Das ist ein Klassiker der Werbeliteratur, also der Literatur über Werbung und wie Werbung funktioniert. Und eben, mir hat mein Bruder immer sehr imponiert. Und wenn der gesagt hat, das ist ein Buch, das man lesen muss, dann habe ich außer die Karl-May-Bücher, habe ich das halt dann. Und ja, und damit war klar, Grafik und Werbung und Werbegrafik. Und hast du damals eine Ausbildung gemacht? Oder wie ging es da weiter? Ich wollte dann eben unbedingt eine Ausbildung machen. Das war damals, das, also wo der Schulwechsel bei mir angestanden ist, das war glaube ich so 82, war die einzige Möglichkeit, dass man Grafikdesign hätte wirklich als Ausbildung, als Schul machen können. Das wäre in Graz oder in Wien gewesen. Da haben meine Eltern abgewunken. Ich komme aus einem Arbeiterhaushalt, wo einfach ganz klar war, Höller. Also das ist einfach nicht finanzierbar. Und dann habe ich entdeckt, dass es die HTL für Kunsthandwerk gibt. Das war in der Drenkwalder Straße, der Vorgänger von der Designschule. Jetzt ist es reines Design. Damals hat es noch nicht Design geheißen, aber da hat es immer schon den Fachstudiengang Malerei gegeben. Und das war das Nächste, was man irgendwie hat machen können, um eben eine kreative Ausbildung in Richtung, ja, Grafik, Zeichnen irgendwie machen zu können. Und parallel dazu habe ich das Glück gehabt, dass die Freundin meiner Mutter ein Werbegrafiker gekannt hat, das war der Nikolaus Prelmöller, der lebt halt nicht mehr, aber der hat eine Werbeagentur in der Sielgassen gehabt, die man gekannt hat in Innsbruck, weil es die einzige Werbeagentur war, die man gekannt hat, weil man dran vorbeigefahren ist. Ja, so in der Sielgassen hat man das gesehen, da gibt es eine Werbeagentur. Und die Bertha, die Freundin von meiner Mutter, hat den gekannt und die hat den angerufen und hat ihn gebeten, dass ich bei ihm Praktikum machen kann. Und dann habe ich, außer im ersten Jahr, da habe ich noch beim Maler und Anstreicher das Praktikum gemacht, aber im zweiten, dritten und vierten Jahr habe ich dann irgendwie in alle Ferien mein Praktikum beim Nikolaus Prelmöller damals gemacht in der Agentur. Und du wurdest ja dann auch im Bereich Grafikdesign selbstständig? Ja, das war dann irgendwie einiges später. Zuerst bin ich nach dem Schulabschluss nach Wien gegangen in der Werbeagentur und dann hat es irgendwie verschiedene Stationen gegeben. Dann war ich jetzt halt im Ausland und 1996 habe ich mich gemeinsam mit der Lilly Moser selbstständig gemacht, habe ein Büro aufgemacht. Das war das Büro 54, gibt es nach wie vor. Zwar nicht mehr von der Lilly Moser und auch schon lange nicht mehr von mir, aber das haben die Kollegen übernommen und ist nach wie vor in guten Händen und nach wie vor sehr erfolgreich als Grafikbüro. Wie wurde das von der Familie aufgenommen? Weil du hast ja erwähnt, Arbeiterhaushalt. Wie geht die Familie damit um, wenn die Claudia dann sagt, ich werde jetzt selbstständig, ich mache mein Büro auf? Ja, das war ja dann schon nicht mehr so spektakulär. Hat sich das angebahnt? Naja, der wirklich steile Schritt war, das durchzusetzen, dass ich die Ausbildung habe machen können. Also es war ein komplett anderer Werdegang irgendwie für mich vorgesehen. Ja, also für meine Mutter war klar, dass sie eine Lehre machen soll, Verkäuferin-Lehre, und so ist die
tollste Karriere als Verkäuferin, die sich meine Mutter, die selber Verkäuferin war, aber Lebensmittelverkäuferin vorstellen hat können, war, dass man Kinderkleiderboutique Verkäuferin ist. Das war der Traum meiner Mutter und wie man halt so gern will, will man die Träume dann für die Kinder wahr machen und hat sie für mich schon einen Lehrplatz damals beim Heidegger am Bozner Platz organisiert gehabt. Für mich undenkbar, ja, aber das war ihr Weg, der vorgestellt wird. Und mein Vater wollte unbedingt, dass ich eine Bürolehre mache und dass ich in eine Spedition gehe. Und da durchzusetzen, dass ich das Boards nicht will, sondern die Grafikausbildung mache, da bin ich gegen die größte Skepsis irgendwie angerannt. Und die Skepsis hat sich irgendwie durchgezogen. Also ich habe mich durchgesetzt, wie ich mich manchmal durchgesetzt habe, also wirklich schon so mit dem Kopf durch die Wand, was bei mir in der Familie gar nicht so leicht war. Ja. Aber das, die Skepsis, das ist immer geblieben. Was tust du denn da? Was ist denn das? Was wert denn das? Oder so. Wie ich mich dann selbstständig gemacht habe, da habe ich sehr gut im Ohr, dass ich damals meinen Vater angerufen habe und schon so ein bisschen, ich habe damals sehr, sehr gut verdient in der Anstellung, in der ich gehabt habe. Ich war als Grafikerin angestellt und habe wirklich richtig, richtig, richtig gut verdient und habe da mit einer sehr skeptischen Reaktion von meinem Vater irgendwie gerechnet, dass wenn ich ihm das sage, dass ich mich da selbstständig machen will oder selbstständig machen werde, da war es schon entschieden. Also ich habe ihn da nicht um Rat gefragt, sondern jetzt sage ich es ihm. Ja, so. Habe ich das noch sehr gut im Ohr, ich sehe mich noch stehen, mal mit meinem Telefon in meiner damaligen Wohnung, da ist man mit Schnur gewesen, da ist man noch am Flur draußen gestanden beim Telefonieren und wie ich ihm das gesagt habe und mein Vater dann am Telefon zu mir sagt, hast du bis jetzt keinen Blödsinn gemacht, wird das auch keiner sein. Mhm. Was mich sehr erstaunt hat, weil ich das nicht so eingeschätzt hätte, dass mein Vater findet, dass ich bis dorthin keinen Blödsinn gemacht hätte. Ja, so. Weil, ja, also die Jahre, ja, also diese bis 30 waren ja durchaus turbulent, ja, mit verschiedenen Jobs und Dingen und eben und Ausland. Und ja, aber so hat er reagiert und ich war schon 30, es wäre nicht mehr viel zum Dagegenhaben gewesen. Mhm. Ja, so, da war ich schon, dann doch schon zu sehr volljährig. Wie hat man denn damals Kunden akquiriert? Das war für uns irgendwie die große Frage, wie akquirieren wir da Kunden? Und das war auch der Grund, also, dass ich ja parallel zu dem, dass wir das Büro aufgebaut haben, parallel dazu studieren angefangen habe, ja, weil ich Angst gehabt habe, dass wir es nicht schaffen, Kunden zu akquirieren. Okay. Weil ich bin aus einem eben sehr, sehr gut bezahlten, aber gleichzeitig irgendwie auch sehr auslastenden Job gekommen aus der Anstellung, die ich da gekündigt habe, um mich selbstständig zu machen. Und ich war das gewohnt, irgendwie, dass der Tag lang ist und dass man den Tag irgendwie viel weiterbringt und habe wirklich Angst gehabt, dass uns fad sein wird. Ja, weil uns eben, wer will uns, wenn wir da in dem Büro sitzen? Und dann habe ich gedacht, okay, aber in dieser Anlaufphase, damit ich da beschäftigt bin, da tue ich eben parallel studieren, dann bin ich ausgelastet und ich wollte immer studieren. Das war halt irgendwie nicht vorgesehen, irgendwie so Mädel auch, da war ich schon aus einem recht traditionellen Haushalt auch noch. Und dann war es so, dass es eben sehr, sehr schnell sehr, sehr gut gelaufen ist. Wenn ich jetzt darüber nachdenke, wie ist das gekommen? Ich glaube, dass es damals ein paar günstige Parallelitäten gegeben hat. Wir waren auch in einem Alter, wo sich Leute rund um uns auch selbstständig gemacht haben oder irgendwie so Karrierestart, irgendwie am Karrierestart war. Und dass die dann jemanden gekannt haben, der das Logo machen kann und der die Visitenkarten machen kann und so. Das haben wir ja schon gemacht, während ich noch angestellt war. Also meine Kollegin habe ich überhaupt in dem Zuge erst irgendwie kennengelernt, dass es dazu gekommen ist, dass wir uns gemeinsam selbstständig machen, weil sie mich, wir haben uns kennengelernt und sie ist selber Künstlerin eigentlich gewesen und hat mich dann gefragt, nachdem ich am Computer damals sehr gut war, was damals noch keine Selbstverständlichkeit war, weil die Grafikcomputer ja gerade erst so ein bisschen Fuß gefasst haben. Ja. Und ich habe das Glück gehabt, dass ich sehr, sehr früh angefangen habe. Wir waren an der ersten Macintosh, die es in Tirol gegeben hat, oder fast in Österreich gegeben hat, den Umgang gelernt damals mit den Grafikprogrammen, das mich extrem begeistert hat und ich habe mich da ganz tief reingehängt und habe das, glaube ich, auch irgendwie wirklich sehr, sehr gut können dann, weil es mich einfach
Wie lernt man die Programme? Damals hat es ja noch nicht YouTube-Tutorials gegeben. Ja, und auch keine Handbücher und so, weil es war alles Englisch. Und eben der Computer, den haben die Kollegen damals, mit denen ich da im Büro war, die haben den importiert selber aus den USA. Und da hat es damals das Freehand gegeben und den PageMaker, haben damals die zwei Sachen geheißen. Das eine war eben für die Layouts und das andere war das Grafikprogramm. Und das war alles Versuch und Irrtum, weil die Programme waren auf Englisch. Mein Englisch war damals irgendwie nicht so, dass ich da mit einem Fach Englisch mich hätte da reinhängen können. Das heißt, es war rein Versuch und Irrtum und es war irgendwie deswegen irgendwie so lässig, weil ich eben da in einem Büro mit Kollegen gearbeitet habe, die parallel dazu teilweise auch noch andere Jobs gehabt haben. Und wenn der Computer frei war, habe ich den Computer haben können. Und wir haben gegenseitig eine irrsinnige Freude gehabt, wenn wir irgendein Nuster knackt haben. Ja, also das heißt, ich bin da bis 2 in der Früh, 3 in der Früh, 4 in der Früh in dem Büro gesessen. Es war direkt neben dem Treibhaus. Da hat man sich nicht so, verloren gefühlt, ja, weil da drüben war immer was los. Ja, so, da hat man ein bisschen mal Fenster ausgesehen, ja, da gehen wir Leute ein und aus. Und da hat man mal umgehen können, einen Kaffee trinken. Und ansonsten bin ich da davor gesessen und habe so lange probiert, bis ich herausgefunden habe, wie das geht. Und am nächsten Tag, wenn der Peter ins Büro kam, ist er gesagt, Peter, ich hab's. Mhm. Ja, das glaube ich nicht. Doch, ich hab's. Und so haben wir uns da gegenseitig irgendwie so hochpusht, was einen extremen Startvorteil über Jahre für mich ausgemacht hat, weil ich mit den Programmen habe umgehen können, wie die erst ganz, ganz langsam überhaupt bei uns angekommen sind. Und obwohl ich 1,5 Jahre sozusagen ausgestiegen bin, weil ich nach Lateinamerika gegangen bin, wie ich zurückgekommen bin, waren immer noch nicht viele fit damals am Macintosh und ich habe einen riesen Vorteil gehabt, weil ich es geliebt habe. Ich war in meinem Element mit den Grafikprogrammen. Ich habe mich als Meisterin des Photoshops selber verstanden und habe einen irren Ehrgeiz gehabt, das irgendwie wirklich im kleinen Finger zu haben. Und das hat mir extrem viel Spaß gemacht. Aber ich hab das alles selber gelernt. Ich habe keinen einzigen Kurs hier besucht. Ist diese Neugierde heute auch noch vorhanden, dass man sagt, ich will das jetzt unbedingt lernen, komme was wolle? Ja. Dieser Datendrang ist nach wie vor vorhanden. Nüsse knacken ist eine große Leidenschaft. Schön. Ja, das ist schön. Und was hast du denn da damals studiert? Also weil du das ja immer erwähnt hast, du wolltest dann ein Studium machen. Mhm. Wohin ging dann eigentlich deine Reise? Also wie geht diese Geschichte weiter? Ja, die Geschichte ist so, dass ich auf der einen Seite diese Idee gehabt habe, ich will studieren, weil ich eben immer studieren wollte. Das ist auch, mein Bruder hat studieren angefangen, wie er seine Ausbildung fertig gehabt hat. Und für mich war das irgendwie nicht vorgesehen. Ja, also ich habe irgendwie auch keinen Matura-Abschluss gehabt. Das heißt, ich habe erst irgendwie, die Studienberechtigung machen müssen. Und habe irgendwie so das Bild gehabt, ich möchte gerne studieren, aber eigentlich habe ich überhaupt keine Vorstellung gehabt, was es heißt. Ja, weil weder hat es Akademiker in meinem Umfeld gegeben, in meinem elterlichen oder in Verwandtschaft oder so, wo ich da einen Zugang gehabt hätte. Ich habe zwar eine Tante und einen Onkel gehabt in Wien, die Akademiker waren, aber da war der Kontakt irgendwie nicht da und ich habe überhaupt keine Vorstellung gehabt. Und dann habe ich mir überlegt, ich war begeisterte Ö1-Hörerin. Vom Alter 18 weg. Ja, so, da habe ich Ö1 entdeckt über meinen damaligen Partner, der war älter wie ich und da war klar, man hört nichts anderes als Ö1. Und das habe ich mit extrem viel Spaß gehört und dann habe ich mir gedacht, okay, was sind denn die Leute, denen ich da so gern zuhöre auf Ö1? Ja, was sind denn die vom Beruf? Mhm. Was haben denn die studiert? Und dann war irgendwie recht schnell klar, das waren entweder Politologen oder Soziologen oder Philosophen. Ja, so, das waren so die, denen ich mit Leidenschaft da im Salzburger Nachtstudio oder wie die ganzen Sendungen, wie Kostner und die immer noch heißen, gehört habe. Und dann habe ich beschlossen, okay, ich studiere Politikwissenschaft, Soziologie und Philosophie. Und das war eine unglaublich gute Wahl. Das hat mir extrem viel Spaß gemacht. Und dann war es zudem eine glückliche Wahl, insofern, dass ich das ursprünglich angefangen habe, rein als Steckenpferd, neben dem, dass wir die Grafik gehabt haben. Und das war damals ideal, weil wir haben das Büro am Innrhein gehabt, deswegen Büro 54, weil das war am Innrhein 54 und damals sehr war die Politik schon, ja. So. Und die Institute Politikwissenschaft, Soziologie und Philosophie waren damals noch in der Geiwi am Innrhein. Ja, heute ist ja die Politikwissenschaft
auf der neuen Uni, ja, auf der sozialwissenschaftlichen, aber die waren im Innenraum, das war unmittelbar neben dem Büro, ja, was ideal war. Das heißt, ich bin in die Vorlesung umgesprungen und wieder zurück ins Büro gesprungen. Und dann hat sich während diesem Studium ausgestellt, während dem Politikwissenschaftsstudium, da hat es eine Spezialisierung gegeben, weil der Fritz Blasser damals in Innsbruck einen Schwerpunkt öffentliche Kommunikation und Kampagnen gehabt hat im Politikwissenschaftsstudium. Mhm. Ja. Und das hat mich natürlich interessiert, weil ich aus der Kommunikation gekommen bin. Und dann war mit einem Schritt klar, dass ich plötzlich beruflich da die Brücke schlagen kann und habe mich dann auf das spezialisiert im Rahmen vom Politikwissenschaftsstudium und habe dann eben vor allem öffentliche Kommunikation und politisches Marketing, Kampagnengestaltung gemacht. Habe da dann auch in dem Rahmen mein Diplom, also mein Magister gemacht. Habe Soziologie, die Vorlesungen irgendwie schon irgendwie auch sehr genau ausgesucht. Das ist der Vorteil, wenn man spät studiert, mit 30. Ich habe einfach gewusst, wenn ich mir das antue und wenn ich mir das gebe, und das Studium war ja doch, es hat schon gegeben, irgendwie zeitlich, ja, der Aufwand war nicht gering. Aber für mich war klar, da nehme ich was mit. Mhm. Und zwar aus jeder einzelnen Vorlesung und aus jeder einzelnen Prüfung. Und da tut man sich, glaube ich, schon ein bisschen leichter, wenn man da schon über Berufserfahrung und sich selber besser kennen und wissen, wie man funktioniert, da kann man, glaube ich, ein bisschen zielgerichteter das irgendwie dann machen. Und dann habe ich mir im Rahmen vom Soziologiestudium irgendwie die Sachen ausgesucht, die da auch dazu gepasst haben. Die Fächer haben sich genial ergänzt. Also es war die geniale Wahl, muss man halt nur dazu gratulieren. Ja. Es hat mir extrem viel Spaß gemacht. Das ist sehr schön. Ja, das gesamte Studium. Also eigentlich immer dem ganzen Leben lang deiner Intuition gefolgt. Kann man so, glaube ich, zusammenfassen, oder? Das kann man so sagen. Dazwischen drin immer wieder ganz schöne Strecken brauchen, zum sozusagen Anlauf holen für so der Intuition dann folgen. Also es ist nicht so, dass ich da immer, dass das immer alles klar war, ja, sondern das, die Sachen haben dann schon auch einen ganz schönen Vorlauf gehabt, weil es ist ja dann irgendwie weitergegangen. Also eben, ich habe diese Parallelität zwischen dem Grafikstudio und dem Studium, das ist ja dann irgendwann nicht mehr ausgegangen. Das ist ja zeitlich und energiemäßig nicht mehr ausgegangen. Und meine Kollegin, die Lili Moos, hat damals mit Recht gesagt, Claudia, entweder du steigst jetzt richtig ein ins Büro, ja, so, das heißt, du lasch irgendwie alle Nebenschauplätze, weil wir sind tief in der Arbeit drinnen gesteckt. Zu unserer beidseitigen Überraschung, ja, ist es einfach extrem schnell, extrem gut gelaufen und wir haben extrem viel Arbeit gehabt. Und, oder du lasch es im Büro und ich suche mir jemanden, den ich anstelle, den ich dazu nehme. Und es war total legitim, dass ich es gesagt habe, weil sie hat Familie gehabt und Kinder als Parallelschauplatz und ich habe das Studium als Parallelschauplatz gehabt und es ist sich nicht ausgegangen. Mhm. Da war klar, dass da braucht es irgendwie noch mehr. Und ja, wie energiemäßig trifft man so ist es eine Entscheidung. Also, wie man so Entscheidungen ja. trifft. Münzwurf. Ja, das ist nicht so ganz mein Medium. Ja, wie man so eine Entscheidung trifft. Es war ja schon eine ziemlich steile Entscheidung für mich, wie ich damals meinen Job irgendwie gekündigt habe, um mich selbstständig zu machen. Ja, wo eigentlich die Spur komplett leckt war, dass ich dort einfach bleiben kann, dass ich eben das gar nicht so lang war. Ich habe dort mit nicht so einem hohen Gehalt angefangen, habe mich innerhalb der Zeit, der Jahre, die ich dort war, über Gehaltserhöhung eben in eine irre tolle Gehaltsstufe da irgendwie hochgesteigert. Und das dann irgendwie lassen, wo klar war, wow, ja, so ein Job wartet nicht ums nächste Eck. Und den dann lassen, obwohl klar war, die Karriere könnte dort weitergehen und es hat sich irgendwie abgezeichnet, dass ihr da vielleicht irgendwie dann auch die Abteilung übernehmen könnt, weil die haben Ausbaupläne gehabt. Und damals kann ich mich erinnern, war die Überlegung, dass ich dachte, was ist das dann jetzt? Ja, so, also diese Angst, ich bleibe da jetzt bicken. Das ist es, also angekommen, oder? So, aber ich bin irgendwann draufgekommen, ankommen ist irgendwie nicht der Punkt. Das, weil, ja, dann ist man da, oder? Da wird aber alles relativ schnell zur Routine. Und
Und eben, damals habe ich das, wie ich das entschieden habe, es ist nicht, ich steuere nicht auf die Eigentumswohnung zu und nicht auf ein irgendwie größeres Auto und irgendwas, sondern ich mache dann einen Schnitt und verwende diese ganzen Ersparnisse, die ich mir dann geworben habe für die Selbstständigkeit. Ja, so, weil es war der Deal, dass ich da am Anfang irgendwie von meinem Geld lebe, oder? Und nichts Geld, kein Geld aus dem Büro rausnehme. So, hat sich als richtig erwiesen, war eine steile Entscheidung, war von dem aus irgendwie so eben, boah, aber eben ist es das dann gewesen, oder? So, da bin ich und da bleibe ich und dann gehe ich da in Pension, das kann nicht sein, ich habe ja noch 30 Jahre vor mir. Und die Entscheidung, aus dem Büro auszusteigen und das Studium fertig zu machen, war gar nicht so viel anders. Ich kann mich erinnern, dass ich mir damals gedacht habe, jetzt bin ich seit 15 Jahren Grafikerin. So viele verschiedene Farben gibt es ja eigentlich doch gar nicht. Ja? Und so viele Schriften gibt es auch nicht. Also da habe ich schon so das Gefühl gehabt, ist es nicht auch schon ein bisschen ausgereizt? Das Studium hat mich extrem gefesselt. Also ich habe da für mich Welten entdeckt. Das war für mich also von allen spannenden Dingen ins nächste irgendwie stolpern. Ja, so, weil man eigentlich irgendwie, weil jede Vorlesung auf ihre Art interessant war und alles ein kleines Universum war. Und da habe ich das Gefühl gehabt, wenn ich mich da jetzt fürs Büro entscheide, dann tut sich wieder eine Gabelung auf. Ja, und das Studium werde ich nicht fertig machen. Das war mir klar. Wenn ich da jetzt aussteige, dann wird das nichts mehr. Da steige ich es nicht mehr ein. Und da habe ich dann beschlossen, eben im Zweifelsfall das Neue, ja, sozusagen, ein bisschen. Es war eine schwierige Entscheidung. Es war damals irgendwie auch für meine Kollegin irgendwie steil. Aber sie war da auch sehr klar, dass ich klar war, okay, dann sucht sie sich jemanden, den sie anstellt und der sozusagen funktionieren muss, ja, so. Und einfach auch funktioniert, weil er andere Arbeitsbedingungen hat. Wir haben das ja einfach gemeinsam irgendwie da gewuppt unter allen Umständen, mit Nachtschichten, das, wenn die notwendig waren, ja, so. Und dann ist ja nochmal so eine Entscheidung angestanden, weil ich dann, nachdem ich das Diplomstudium fertig gemacht habe, habe ich die Gelegenheit gehabt, eine Dissertation zu schreiben, was ein totaler Zufall war. Das war überhaupt nicht von mir, überhaupt nicht nie am Radar, dass ich ein Doktorat machen kann. Das hat sich ergeben, weil ich ein Diplomarbeitsthema gehabt habe, das sich gleich einmal als zu groß für die Diplomarbeit erwiesen hat. Ich habe damals beim Anton Belinka mein Diplom gemacht und der hat es irre interessant gefunden und hat gesagt, Herr Wolf, das ist schade, das ist zu groß für Diplomarbeit. Das ist ein Dissertationsthema. Und damit habe ich es weggelegt, weil ich war einfach glasklar, ich mache das Studium fertig, ich schreibe die Diplomarbeit. Ich habe in meiner Generation zu vielen zugeschaut, die ihr Studium nicht abgeschlossen haben, weil sie ihre Abschlussarbeit nicht unterschrieben haben. Und habe beschlossen, okay, wenn er sagt, das ist zu groß, dann will ich ihm das glauben, dann ist es zu groß, weg mit dem Thema, dann muss ein neues Thema her. Habe dann zu Social Marketing von Non-Profit-Organisationen mein Diplom gemacht. Mit sehr viel Spaß, hat mich extrem gefreut. Und irgendwie ist dieses Thema übergeblieben. Ja? Und dann hat es noch einen anderen Professor gegeben, der mich so ein bisschen im Auge gehabt hat und auf mich zugegangen ist und gesagt hat, was ist denn mit dem Thema und wollen Sie das nicht aufnehmen? Und ich sage, das ist unrealistisch, ich bin Mitte 30, ich schreibe jetzt kein Doktorat, das kann ich mir nicht leisten und das tue ich auch nicht. Mhm. Und der mich dann darauf hingewiesen hat, nehmen Sie das Thema, schreiben Sie einen Antrag, bewerben Sie sich bei der Akademie der Wissenschaften für ein Stipendium. Und mir damals signalisiert hat, dass er glaubt, dass das interessant genug das Thema ist, weil es da Forschungslücken gibt, dass ich das Stipendium kriegen könnte, was ein sehr hoch dotiertes Stipendium ist und eine sehr, sehr hohe Reputation hat. Der Stipendiat der Akademie der Wissenschaften, das ist was. Ja, so, da tut man dann zwei Jahre nichts anderes als an seiner Dissertation arbeiten. Und mit dieser Ermutigung von Professor Hannes Drössler damals, dem ich dafür extrem dankbar bin, wie so vielen, die was getan haben für meinen Weg, und ihn auch nicht enttäuschen wollte, dass ich das nicht einmal probiere, wenn er da so an mich glaubt, oder? Das ist ja auch oft, du kennst das, oder? Wenn dann jemand dann klappt, dann will man sich ein bisschen Motivation. Würdig, ja. Oder? So ein bisschen würdig, ja. Erweisen und es nicht probiert haben und dann, wenn schon probieren, dann auch richtig probieren und den Antrag so schreiben, dass der eine Chance hat und so. Und dann habe ich halt da irgendwie investiert und habe das irgendwie dann gemacht und habe dann wirklich dieses Stipendium gekriegt.
was mich komplett überrascht hat. Ja. Und mein Bruder noch mehr. Der hat irgendwie immer das, der hat irgendwie eben, ja, das ist nochmal eine andere Geschichte, aber. Ja. Machen wir dann in der nächsten Folge. Genau, auf jeden Fall. Ja, und dann habe ich die Dissertation geschrieben und nach der Dissertation war auch eine schwierige Entscheidung. Tue ich das? Riskiere ich das? Oder irgendwie hat mein Bruder damals zu mir gesagt, Claudia, du bist Mitte 30, du wärst eine komplett überqualifizierte Akademikerin. Ja, was tust du mit deinem Doktorat? Ja, und dann trotzdem beschlossen, okay, ich mache das. Dann habe ich das Doktorat gehabt, dann hat mich der Rektor an die Uni geholt, dann war ich in der Uni und dann war ich 7 Jahre an der Uni insgesamt und dann ist wieder irgendwie angestanden, bleibe ich da? Das war 2012. Ja, das hat sich dann eben, wie gesagt, die Entscheidungen haben alle eine lange Vorlaufzeit. Die hat eine besonders lange Vorlaufzeit, da wenn ich 5 Jahre drüber nachdachte, bleibe ich oder gehe. Und eben, ich glaube, ich bin irgendwann draufgekommen, ankommen ist ein bisschen eine zweischneidige Geschichte. Ja. Man wünscht sich es immer und hat das Gefühl, man hätte ich nur endlich ankommen und wenn ich nur endlich dort wäre. Aber ich habe irgendwie für mich ein bisschen entdeckt, dass es wirklich zweischneidig ist, weil dann ist man dort. Und dann, habe ich mich nochmal entschieden. Wieder, es war wirklich keine leichte Entscheidung. Das war vielleicht die schwerste. Dann nochmal von der Uni weggehen und sagen, na. Nochmal Risiko, nochmal Akquise. Ja, genau. Wie war denn damals so die Akquise dann 2012? Was hat sich in der Zwischenzeit, hat sich ja viel geändert? Die Akquise 2012 war insofern anders, dass eben, wie wir das Büro, das Grafikbüro damals aufgemacht haben, glaube ich, wirklich viel mit den Kollegen gewachsen sein, die dann auch so eben so im Einsteig waren, die eben im Studium am Ende waren und irgendwie ihre Büros aufgemacht haben oder so. Und wie ich mich 2012 selbstständig gemacht habe, war das nicht so. Da war mein ganzer Freundeskreis dabei, es eher ausklingen zu lassen. Mhm. Ja, so. Also die waren eher alle dabei. Und, jetzt irgendwie habe ich alles hinter mir, den ganzen Rummel. Und ich habe irgendwie auf der einen Seite schon immer noch irgendwie angeknüpft. Ich habe damals auch wieder fürs Büro 54 Sachen gemacht und Projekte gemacht, was eine große Hilfe war. Und dann, ich habe eigentlich nie wirklich akquiriert, das muss ich nur sagen. Ich weiß, bei jedem einzelnen Auftrag, den ich seit 2012 irgendwie mache, wer mich dorthin empfohlen hat. Also mir haben mich immer Leute ins Gespräch gebracht, haben mir die Chance gegeben, mich irgendwo vorzustellen, irgendwo einen Vorschlag zu machen, ins Gespräch zu kommen und daraus sind dann immer die Sachen entstanden. Ja, inzwischen bin ich beim Unternehmernetzwerk, was irgendwie, ich halte es schon für wichtig, so, dass man im Gespräch ist, dass man Leute kennt, dass man die Leute kennen. Ja, so, ganz viele Gründe gibt es. Für ein gutes Netzwerk gibt es viele, viele, viele gute Gründe. So, ja, also es ist ja alles Akquise, oder? Ja. Es ist jeder Smalltalk ist im Endeffekt Akquise. Das stimmt, ja. Irgendwann eben der Entschluss, meine eigene Webseiten zu machen, was zuerst gar nicht so klar war, weil ich da eben ein bisschen beim Büro 54 irgendwie, da war ich mit auf der Webseite und es war damals ein großer Entschluss, da habe ich irgendwie Angst gehabt, ich kränke die Kolleginnen, wie ich dann gesehen habe, das genügt nicht, dass ich dort mitlaufe, weil ich eben dann eben nur mehr Text gemacht habe, das war irgendwie dann schon relativ schnell klar, keine Grafik gemacht habe, nur ein Konzept und Text gemacht habe und dann glaube ich, ich muss eine eigene Webseite machen und eine eigene Visitenkarte und einen eigenen Auftritt. Und das kann ich mich auch noch erinnern, das war eine große Hürde, es dann den Kolleginnen, sie hat sie praktisch vor vollendeten Tatsachen gestellt, ich habe sie nicht gefragt, was sie davon halten, von der Idee oder so. Sondern gemacht. Ja, ich habe es irgendwie gemacht und habe ihnen dann den Entwurf gezeigt, wie ihnen der gefällt. Das war steil, aber das ist damals, da habe ich damals gemerkt, wenn ich jetzt nicht aufpasse, eben, sie waren schon so etabliert in dem, was sie gemacht haben und ich, für mich war klar, ich will aber keine Grafik mehr machen, ich war einfach schon ganz weit weg von der Grafik und ich habe einfach auch während dem Studium entdeckt und während dem Schreiben von meiner Dissertation, dann habe ich ein Buch irgendwie draus gemacht, dass Schreiben meine Welt ist, dass diese Konzepte und so, dass das meine Welt ist
Und da habe ich, das war eine der wichtigsten Entscheidungen, wie ich dann beschlossen habe, ich brauche meine eigene Webseite, ich muss das unter meinem Namen machen. Zwar mit der Zusammenarbeit und in dem Netz, aber unter meinem eigenen Namen, damit ich zuordnbar bin und damit die Leute auf mich kommen. Ja, so, dass sie wirklich glauben, ich bin Texterin. Ja. Jetzt habe ich zwei Fragen zugleich. Zum einen, was fühlst du, wenn du einen richtig guten Text schreibst oder wo du einfach so in dem Flow drinnen bist? Mhm. Und was macht gute Texte aus heutzutage? Mhm. Das sind zwei tolle Fragen. Ich fange mit der zweiten an. Ja? Ja. So, ich meine, man könnte generell was dazu sagen, was gute Texte ausmacht. Ich bleibe ein bisschen bei meinem Gebiet und das sind Marketingtexte. Ja? Marketingtexte sind ein bisschen anders als andere Texte, weil als Texter muss man wissen, wie Leser funktionieren und als Marketingtexter muss man zusätzlich wissen, wie Kunden funktionieren und das heißt, wie Kunden Entscheidungen treffen. Ja, das ist extrem wichtig im Marketing, das zu wissen. Wie treffen Kunden Entscheidungen? Mhm. Weil man will mit seinem Text Kunden zu Entscheidungen bewegen. Und das Allerwichtigste, was ich immer so gerne sage, ist, klare Texte zu schreiben. Ja, also eben, ich sage immer, die wichtigste Botschaft, die jedes Unternehmen hat, ist, mit uns ist es einfach. Mit uns ist es einfach. Weil kommt jeder zum Punkt, immer Strategie den, so quasi. Ja, ja, jeder sucht immer den einfachsten Weg und jedes Unternehmen muss seinen potenziellen Kunden signalisieren, mit uns hast du den einfachen Weg, mit uns ist es einfach. Und es glaubt einem kein Mensch, wenn man umständliche, komplizierte, fade Texte verwendet. Das ist so. Ja. Ja, und deswegen ist das Wichtigste, was ein Unternehmen braucht, sein klare Texte, die gut zum Verstehen sein. Und das unterschätzen die Leute ganz oft. Die glauben dann, ja, das ist eh ganz gut zu verstehen. Und sie unterschätzen, dass die Leser sich nicht auf ihre Texte konzentrieren. Und deswegen muss da noch viel einfacher sein, der Text, als man meint. Vor allem, wir haben ja eine kurze Aufmerksamkeitsspanne. Ja, genau. Immer noch kürzer sogar. So ist ja. Es. So ist es. Ja, und speziell, wenn es um Marketingtexte geht. Ja. Weil Leser funktionieren in einem unterschiedlichen Lesemodus irgendwie ganz unterschiedlich. Es gibt da Genusslesen, ja, oder ein interessegetriebenes Lesen. Das ist man ganz anders gesammelt. Ja, da sucht man die Information oder man sucht irgendwie, man will in diese Welt irgendwie einsteigen. Aber Marketingtexte erreichen Menschen immer in einer vollkommen anderen Situation. Da sind die mit dem Kopf woanders, der will sich nicht irgendwas aufquatschen lassen. Und deswegen hat er nur einen Bruchteil seiner Kapazität, den er uns zur Verfügung stellt. Und umso einfacher muss der Text nochmal sein. Ja, so. Also das halte ich mal so für die wichtigsten Dinge. Und wie geht es mir beim Texte schreiben? Texte schreiben hat ganz unterschiedliche Phasen. Ja. Da gibt es die schönen und die weniger schönen Phasen. Das wirklich Hilfreiche ist, wenn man dann eben irgendwann weiß, dass nach den nicht so schönen Phasen immer die guten Phasen kommen. Die kommen, man muss es nur durchhalten. Ja, ja, so. Also es gibt immer die Phasen, wo man eigentlich irgendwie nicht weiß, eben, wie man das Ding angreifen soll oder wie das gehen soll oder wie das werden soll. Oder auch die Phase, wo man schon eigentlich gelangweilt ist von dem Ganzen, weil man schon so viel recherchiert hat dazu und sich so viel den Kopf zerbrochen hat und das Ding schon 10-mal hin und her gedreht hat. Und dann ist es einem eigentlich selber schon fad. Da muss man dann wieder irgendwie darauf zurück, dass der andere das ja alles nicht weiß, was man jetzt schon weiß. Ja, so, weil ich stopfe mir ja immer voll bis unter die Augenbrauen irgendwie mit Wissen. Ja, so, was könnt ihr dazu alles wissen? Und dann bin ich irgendwann, das ist wie beim Essen, und irgendwann bist du so überfressen. Ja, es ist so, irgendwann, und das übersiege ich manchmal. Ja, so, inzwischen kenne ich das ja Gott sei Dank schon. Da gibt es den Wunsch von, und dann geht einmal gar nichts. Ja, und das ist aber das Lässige, das kennst du auch, oder? Wenn man dann mit dem eigenen Gewerk ein bisschen Routine und viel Routine hat, dass man die Phasen alle schon kennt und sich nicht mehr schrecken lässt von der Phase, sondern schon was, es ist zwar heikel, aber es geht gleich weiter, geht's weiter. Und dann gibt es diesen Moment, wo ich vor dem Computer sitze und mich nicht losreiß. Ja, und wo es ein ganz tiefes Eintauchen ist in diese Sprache, die dann für das jeweilige Unternehmen und für den jeweiligen Text irgendwie kreiert und ausgesucht habe. Und dieses mich
da ganz rein denken und rein fühlen, was ist jetzt das richtige Wort. Mhm. Ja, so. Und das hat dann so viel zu tun, weil es geht ja nicht nur um, was sagt das Wort, sondern es geht dann insgesamt um den Klang von dem Text. Ja, das braucht einen Rhythmus und da braucht es ein kurzes Wort, es braucht deswegen ein kurzes Wort, obwohl das andere viel besser passt, aber es muss kürzer sein, weil sonst klingt der Satz nicht gut. Ja, so. Und das ist dieses da Suchen und Suchen und Kramen und mich konzentrieren und in meinem Hirn irgendwie zulassen, dass da irgendwelche anderen Begriffe aufpoppen oder so, das ist genial. Das ist einfach ja, so eben so ein Flow-Zustand, so ein bisschen rauschiger, wo eben, na ja, Hunger, aber das muss ich jetzt gerade noch probieren. Irgendwie, man hat jetzt irgendwie wieder eine halbe Stunde vorbei, aber ich probiere jetzt gerade noch das, also dieses nicht losreißen können, ist extrem lässig. Sehr schön. Ich sage ganz, ganz herzlich danke für deinen Input und danke für den ja, sehr wertvollen Inhalt. Ich glaube, wir könnten noch Stunden hier sitzen und weiterreden. Ja, das glaube ich auch. Und auch danke an alle, die da draußen zugehört haben.